Non-Urlauber. Moin, Männer. Jetzt kannst du reinkommen, bitte. Moin. Männer. Nett, Direktor. Pascal ist wieder da aus dem Urlaub. Ja. Ne? Sehr schön. Freuen wir uns. Ein bisschen braun geworden. Pascal war in 5 Ländern und ist wie viele Kilometer gefahren? 3865. 3685. 97. Wieder nur. Ja, Pascal war in. Wo warst du mit deinem Camper? In Deutschland? In Frankreich? Frankreich. Dann nach Monaco runter. Dann war ich in Italien, an der Küste lang gefahren. Bin dann nochmal nach Slowenien und dann durch Österreich heim. Hast du dich auch erholt, oder? Ja, also war schon auch irgendwo stressig, aber trotzdem, wenn man da Spaß dran hat, erholt man sich da auch. Meinst du das nicht? Aber. Ja, das wissen wir ja. So, Ladies and Gentlemen, machen wir weiter mit unserem Ford Capri Zack Speed. Heute wird es um das Thema Achsen gehen und wie wir die Achsen quasi gebaut haben, werden wir heute nochmal mit euch systematisch durchgehen. Dafür, damit ich euch das auch mal irgendwie anschaulich erklären kann, damit ihr das versteht, haben wir mal hier so einen kleinen Ablaufplan erstellt, wie wir da quasi vorgegangen sind. Position Nummer 1, Fahrzeughöhe simulieren. Das heißt, wir können ja das Fahrwerk, wenn wir das jetzt bauen, nicht bauen, wenn das Fahrzeug sozusagen auf dem Fußboden liegt. Deswegen haben wir das jetzt erstmal angehoben, das Gerät, um jetzt die Fahrzeugfahrhöhe zu simulieren. Das heißt, wir haben jetzt hier rundherum diese Abstandsklötzchen untergelegt mit genau 8 cm. Das heißt, wir haben jetzt eine Fahrhöhe von 8 cm und haben jetzt eine Fahrzeuggesamthöhe von 115 cm. Diese 115 cm sind übrigens die Originalhöhe von dem Ford Capri Zack Speed. Crazy, ne? Wusste ich auch noch nicht. Wie das hier wieder alles passt, wie Arsch auf Eimer. Ja, haben das Ding jetzt angehoben und konnten dann sozusagen anfangen, unser Fahrwerk zu bauen. Ja, Punkt 2, Radmitte definieren. Das ist das nächste große Thema, denn der Ford Capri Zack Speed hat an der Vorderachse einmal 16 Zoll Felgen, an der Hinterachse 19 Zoll Felgen. Das heißt, sind von der Zollgröße sehr unterschiedlich und deswegen müssen wir auch darauf achten, die Achsposition perfekt zu definieren. Das heißt, dadurch, dass das Hinterrad wesentlich größer ist als das Vorderrad, muss die Position der Achse hinten wesentlich höher sein als bei der Vorderachse, damit uns das Teil am Ende des Tages auch gerade steht. Weil wenn ich jetzt die Achsen vorne und hinten auf dieselbe Höhe machen würde, Pascal, ne? Ja. Und dann hinten ein größeres Rad wie vorne habe, steht dann das Ding keilförmig nach vorne. Keilförmig nach vorne. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das Ding akkurat gerade steht. Ja, und deswegen haben wir mal die Radgröße hinten zum Beispiel simuliert. Normalerweise ist da ja 19 Zoll drauf und der Raddurchmesser beträgt 700 mm, also 70 cm. Das ist jetzt ein 17 Zoll Rad mit einem etwas größeren Reifen und haben das nochmal ein bisschen getuned hier mit so Unterlegklötzchen aus Holz. Wenn wir diese jetzt quasi nochmal oben drauflegen würden, hätten wir genau einen Raddurchmesser von 700 mm, um jetzt perfekt unsere Radmitte quasi zu simulieren. Ja, und in dieser Position haben wir jetzt quasi auch unsere Hinterachse mit dem Rohrrahmen verbunden. Hinterachse bin ich ja schon mal drauf eingegangen, haben ja quasi unseren Korb dafür gebaut für die Hinterachse, haben dann die Hinterachse jetzt eingesetzt, haben uns die Radmitte nach vorne und hinten auch nochmal ermittelt. Das heißt, wir haben den Kotflügel aufgesetzt, haben geguckt, steht das Rad jetzt hundertprozentig mittig des Radlaufs. Und haben dann das Ganze verschweißt. Natürlich stundenlang mit dem Laser ausgemessen, gerichtet, gemacht, getan. Rechts, links, vor, zurück, hoch, runter. Und das Ganze dann schon mal mit ein paar Streben hier grob mit dem Rahmen verbunden. Ist noch nichts durchgeschweißt, noch nichts fertig, aber so sitzt die Achse jetzt schon mal, wie sie soll. Ja, so viel zur Hinterachse. Bei der Vorderachse machen wir jetzt weiter. Das war schon mal ein bisschen schwieriger alles, die ganze Geschichte. Da haben wir ja gesagt, dass wir vom BMW E90 die Vorderachse nehmen wollen. Und kommen dann Punkt 3, Originalachse richtig positionieren. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal den Achskörper vom BMW E90, der ist aus Aluminium. Und den wollten wir jetzt auch nicht fest ins Fahrzeug integrieren oder verbauen, weil das Konstrukt da ziemlich hässlich aussieht. Und deswegen haben wir das Ding einfach nur als Schablone genommen, um quasi unsere Aufnahmepunkte für unsere Lenker in die Karosserie zu übertragen. Das heißt, wir haben einmal die komplette Vorderachse genommen, inklusive des vorderen und hinteren Lenkers, haben da die Radnabe dran geschraubt und die Räder drauf gesteckt und haben das ganze Konstrukt einmal genommen, ins Fahrzeug reingestellt und da standen quasi zwei Räder mit Radanbindung und der Achse vom E90 in unserem Rahmen drin. So, das ganze Konstrukt mussten wir dann auch erstmal positionieren. Das heißt, wir haben unsere Kotflügel an der Karosserie befestigt, haben dann die Radmitte ermittelt, das heißt nach vorne und hinten, wo die Achse stehen muss, und haben uns die Achse dann quasi am Rahmen erstmal
fixiert. Das heißt, Position vorne und hinten haben wir mit den Kotflügeln gemacht. Rechts, links haben wir am Rahmen an den beiden Hauptreben ausgemessen. Einmal rechts, links, dass die wirklich hundertprozentig mittig sitzt. Und dann mussten wir noch den Kipppunkt ermitteln und haben dann herausgefunden, dass dieser Träger in der Mitte, der ist hundertprozentig gerade. Auch im E90 sitzt dieser hundertprozentig perfekt gerade drin. Das heißt, wir haben hier vorne noch mit Metallplatten die Achse ein bisschen positioniert, dass die da hundertprozentig gerade drin sitzt. Ja, als Hilfestellung habe ich mir dann hier hinten nochmal so einen Vierkant-Flachstahl eingesetzt. Habe das nochmal kurz mit einem Schweißpunkt verpunktet, damit wir da quasi einen Fixpunkt haben, wo wir jetzt an der Hinterseite hier unsere Achse schon mal anlegen können, dass die wirklich perfekt starr da drin sitzt, konnten unsere Position ermitteln und habe das dann mal hier mit zwei Schweißpunkten einfach fixiert. Ja. Einfach mal straight Alu an Metall geschweißt. Aber für unsere Zwecke hat es halt kurz gehalten. Ja, der nächste Punkt ist dann natürlich diese Punkt hier. Schablonen heißt das? Das ist ein L. Hä? Das ist ein L, Schablonen. Das ist ein L. Das ist für mich ein L, ja. Für Fixpunkte anfertigen. Ja, Fixpunkte, was wollen wir natürlich übertragen, sind unsere Aufnahmen hier von unserem Lenker. Einmal von dem vorderen Lenker und einmal von dem hinteren Lenker. Das Ganze sieht jetzt schon fertig so aus. Das ist jetzt quasi unsere Aufnahme vom vorderen Lenker. Und das hier ist quasi die Aufnahme vom hinteren Lenker. Ja, und damit wir das alles perfekt in unseren Rahmen integrieren konnten, in der Position, wie die Achse dann letztendlich drin stand, brauchten wir natürlich auch erstmal den Untergrund, wo wir drauf aufbauen konnten. Gell? Also der vordere Punkt vom Lenker zum Beispiel, der war jetzt hier genau in diesem Dreieck drin, Pascal. Und damit ich jetzt hier quasi eine schöne Auflagefläche habe, musste ich da erstmal was vorarbeiten. Das heißt, dieses Dreieck hier habe ich mir erstmal gefüllt mit einer 5 mm Stahlplatte, um erstmal einen Untergrund zu bauen. Genauso bei dem hinteren Fixpunkt hier. Habe ich mir nochmal mit Vierkantrohren nochmal eine Querverstrebung eingebaut. Einmal hier hinten ein Vierkantrohr, einmal hier vorne ein Vierkantrohr und das nochmal überbrückt mit einem 5 mm Flachstahl, um hier auch eine schöne Fläche zu haben, unseren hinteren Fixierpunkt aufschweißen zu können. Ja, die Punkte habe ich übertragen von der Achse in den Rahmen, auch nochmal zusätzlich mit einer Art Schablone. Das heißt, wo die Achse dann drin gestanden hat, ohne diese Lenker und fixiert war, habe ich mir dann einfach hier so Flachstähle eingestellt. Und die mal grob mit zwei Schweißpunkten einfach unten mit dem Rahmen verbunden oder verpunktet. Ja, das haben wir in allen vier Punkten gemacht und haben dann quasi einfach die Vorderachse, nachdem wir die Dinger positioniert hatten, einmal runtergehoben. Und dann standen dann quasi unsere vier Punkte fest. Ich packe einfach von der Außenseite. Also ich simuliere jetzt mal hier mit diesen kleinen Blättchen, ne, diese Richtchenaufnahmen. Die Teile standen dann quasi hier so drinne und ich habe dann einfach unsere Aufnahmen von außen angesetzt, hundertprozentig bündig und die dann rundherum außen miteinander verschweißt. Somit hatten wir dann auch perfekt den Abstand für unsere Lenker, die hier rein mussten und konnten das Ganze dann mega easy bauen. Damit das Ganze natürlich nicht so instabil wird, haben wir hinten noch Versteifungsplatten angesetzt. Hier kommt jetzt noch ein Stegblech rein, also wahrscheinlich so in einer Dreiecksform, um da noch ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen. Ja, und die Höhe, wie gesagt, nachdem wir die Achse positioniert hatten, also die Höhe von dem vorderen Lenker zum Beispiel, wo wir das Loch jetzt hier gebohrt haben, oder von dem hinteren Lenker, hat sich natürlich ergeben aufgrund der Position, wie wir jetzt unsere Achse perfekt gerade eingebaut haben und haben sozusagen auch die Position der Höhen mit übertragen. Ja, so viel zu den Aufnahmen unserer Querlenker. Der nächste Punkt war dann Anbindung, Übertragen, Rahmen versteifen. Hast schon das haben wir schon gemacht. Position, Lenkung ermitteln, genau. Unsere Lenkung sitzt ja auch mit in unserem Original-Achskörper vom E90. An diesen zwei Punkten, die konnte ich allerdings, wo der Rahmen noch in dem Rahmen gelegen hat, nicht mit übernehmen, weil sonst hätte ich diesen Rahmen gar nicht mehr mit rausgekriegt. Deswegen habe ich mir das Ganze dann mühselig vermessen, dass das dann wirklich dieselbe Position und Höhe hat, wie das Original in diesem Achskörper war. Und habe mir dann einfach hier so ein paar schöne Halter angefertigt. Hat natürlich perfekt gepasst mit dem Untergrund, den ich hier schon vorbereitet habe für unsere hinteren Querlenker. Und habe hier jetzt so ein paar Halter angefertigt. Aus massivstem Stahl, dass das auch richtig schön fest ist. Und somit ist jetzt quasi die komplette Achsgeometrie von dem Achskörper vom BMW E90 übertragen worden in unseren Ford K
Capri Zack Speed, dass da auch wirklich nichts schief gehen kann. Mega easy. Wir haben jetzt hier den Kipppunkt der Lenkung, was jetzt die Problematik war bei der E46-Achse, die wir nachimitieren wollten, ist jetzt komplett weg, weil wir, wie gesagt, eine vorgefertigte Achskonstruktion jetzt einfach übernommen haben. Ja, die Lenkung an sich hatte noch einen Hilfsmotor, den haben wir jetzt hier abgeschraubt, weil das benötigen wir nicht. Da war noch so ein Riemen drin, den habe ich durchgeschnitten. Und jetzt kommt hier einfach eine Verschlussplatte drauf, denn die Lenkung funktioniert auch wunderbar. Ohne Hilfsmotor, kinderleicht, kann ich das Teil jetzt hier Ast reinlenken. Ja, somit war dann unsere komplette Unterkonstruktion der Vorderachse fertig und dann wandern wir jetzt mal weiter nach oben, Position 7, das Fahrwerk. Ja, wir brauchten jetzt erstmal irgendwie ein Fahrwerk, was wir hier in den Zack Speed integrieren und dadurch, dass das Teil halt extrem flach ist, haben wir da gar nicht viel Platz für einen extrem langen Dämpfer. Ich habe jetzt mal hier als Beispiel noch den Dämpfer liegen vom BMW N90. Das ist jetzt auch schon ein Bilstein-Dämpfer, der ist wahrscheinlich auch schon einen kleinen Ticken kürzer wie der originale. Um das mal zu sehen, wenn ich den jetzt hier in die Aufnahme und Original stecken würde, wo dann jetzt ne, der Dämpfer stehen würde, das ist schon extrem groß. Ja, deswegen haben wir uns ein Fahrwerk besorgt für relativ günstiges Geld, nagelneu für 260 Euro, das glaube ich gekostet, vom E46, hat denselben Klemmdurchmesser hier unten wie der E90. Wie man jetzt hier sehen kann, das ist von dem Fahrwerk, was da drin ist. Ja, und darauf haben wir geachtet, dass das Fahrwerk viele Funktionen hat. Also einmal hat es eine Gewindeverstellung, das heißt, wir können unsere Höhe variieren. Dann hat es ein Uniball. Domlager oben, was auch schon mal sehr gut ist, dass wir da ein bisschen Spielraum haben. Und wir haben noch eine Sturzverstellung drin. Also somit können wir wirklich alle Sachen, die wir vorhaben, perfekt mit diesem Fahrwerk simulieren. Ja, da der Dämpfer an sich aber auch noch viel zu lang war vom E46, haben wir den Dämpfer dann auch noch mal ein bisschen modifiziert umgebaut. Das ist jetzt die untere Hülse gewesen, die jetzt hier an unserem Dämpfer dran geschraubt war. Das heißt, wir konnten auch die Dämpferhöhe hier mit einstellen. Allerdings war der Dämpfer immer noch viel zu lang. Deswegen habe ich diese Hülse hier unten abgetrennt, haben uns das Gewinde hier ein bisschen weg verschliffen und haben jetzt die Dämpferpatrone sozusagen einzeln in unsere Verklemmung eingebracht und haben sozusagen jetzt viel weniger an Dämpferhöhe. Wir werden das jetzt nochmal nachträglich ein bisschen nachbearbeiten müssen. Wie man jetzt hier oben sieht, haben wir jetzt nicht mehr viel Federweg. Das sind jetzt nur so 2-3 cm. Da kommt aber noch eine Platte drunter für die Aufnahme von der Feder. Und deswegen werden wir nochmal 2-3 cm mehr in die Radnabe eintauchen müssen. Ja, das ist aber noch Zukunftsmusik, das werde ich nachher erst bearbeiten. Und die Firma Bilstein wird ja das Fahrwerk sowieso anfertigen. Das heißt, die können uns dann die Dämpfergrößen, Positionen beliebig anfertigen, wie wir das am Ende des Tages brauchen. Ja, nachdem wir unsere Dämpfer jetzt fertig vorbereitet haben, geht es zum nächsten Punkt. Dämpferposition ermitteln, was ziemlich schwierig ist, weil wir jetzt hier sehr viel falsch machen können. Also einmal müssen wir quasi den Sturz ermitteln, das heißt, wie weit das Rad oben nach innen kippt. Der Kollege von Bilstein hat uns geraten, da 4 Grad Sturz zu fahren. Ja, das wäre wohl beim Rennwagen normal, dass sie so viel Sturz fahren. Allerdings haben wir uns da so ein bisschen Spielraum gelassen und haben jetzt den Dämpfer so positioniert, dass wir ein gutes Mittelmaß haben. Das heißt, wir haben das Teil jetzt eingestellt auf 2 Grad 30 Minuten voreingestellt. Sieht man das? Ja, ne? Ja. Um jetzt quasi ein gutes Mittelmaß zu haben, denn wir haben hier oben sowieso ein verstellbares Sturzdomlager und können dann auch beliebig mehr Sturz oder weniger Sturz einstellen. Ja, der nächste Punkt, den man ermitteln muss, der Nachlauf, das heißt, wie weit der Dämpfer nach hinten kippt. Der Nachlauf bewirkt übrigens bei eurem Fahrzeug, wenn ihr mit leichtem Lenkanschlag das Lenkrad gehen lasst, dass sich das Lenkrad immer wieder in gerade Ausstellung bewegt. Ganz einfach gesagt, wie bei einem Einkaufswagen, diese Vorderräder, die da immer so umher schlängern, ne? Die schieben sich ja auch immer gerade, wenn man das Ding einfach vorne wegschiebt. Ja, da haben wir im Internet geguckt. Original hat der BMW E90 7 Grad Nachlauf. Wir haben jetzt auch nochmal verschiedene Positionen ermittelt. Einmal haben wir hier 7 Grad Nachlauf, hier 9 Grad Nachlauf. Wir wollen nämlich nachher noch die Befestigung von unserer Dämpferplatte, wollen wir hier oben noch Langlöcher reinmachen, dass wir im Nachgang dann bei der Achsvermessung vielleicht sogar ein bisschen was am Nachlauf verstellen können. Aber wie gesagt, das sollte jetzt erstmal die optimale Position für unseren Nachlauf sein. Ja, des Weiteren hat es dann gegolten, kann man das so sagen? Weiß ich nicht, was gilt denn jetzt?
Naja, wir haben jetzt hier unseren Sturz ermittelt. Ne? Wir sind jetzt hier bei 2 Grad 30 Minuten. Dann haben wir unseren Nachlauf. Und das Ganze müssen wir jetzt erstmal irgendwie fixieren, um unseren Dom bauen zu können. Deswegen haben wir uns quasi eine Schablone gebaut. Das heißt, wir haben vom hinteren Rahmen hier vorgemessen, genau 80 cm. Und haben uns dann hier einfach erstmal einen Flachstahl rechts wie links gleich eingeschweißt, um quasi einen Anschlag nach vorne zu haben, um unseren Nachlauf zu fixieren. Und haben dann hier an der Außenseite nochmal so einen kleinen Flachstahl angeschweißt, um quasi unseren Sturz zu befestigen. Das heißt, in dieser Ecke hier haben wir dann einfach jetzt unseren, kann man es nochmal schön zeigen. Das heißt, wir haben jetzt einen Nachlauf so von 7 Grad und so einen Sturz von 2 Grad 30 Minuten. So sitzt der Dämpfer jetzt quasi perfekt drin. Und der wabbelt jetzt hier nicht einfach irgendwo im Losen rum. Und wir müssen jetzt hier unseren Dom bauen. Wir wissen gar nicht, welche Position war jetzt eigentlich mein Dämpfer. So, Kabelbinder hier drum und dann ist das Ding fixiert. Und das heißt, wir können dann jetzt wunderbar unseren Dom bauen. Ja, nächste Problematik vom Dom ist, wir können jetzt nicht einfach hier oben gerade eine Platte drauflegen, können da ein Loch durchbohren, eine Befestigung bauen, weil der Dom original im E90 ja schon eine gewisse Neigung hat. Das heißt, das Dämpferrohr kippt hier jetzt leicht nach hinten und innen und würde dann quasi schief auf die Auflagefläche von unserem Dom treffen. Ist jetzt nicht weiter dramatisch, allerdings haben wir oben ein Uniball-Domlager mit so einer Kugel drin. Und das ganze Teil ist natürlich beweglich, wie man hier sehen kann. So, wenn wir jetzt oben den Dom aber kerzengerade bauen würden, sähe dann ungefähr so aus, wäre dann unser Uniball hier oben schon auf Block. Das heißt, der ist jetzt schon am Anschlag und wenn wir uns lenken, bewegen, einfedern, kann das Ding sich hier quasi nicht weiter bewegen, weil wir hier schon auf Anschlag sind. Deswegen müssen wir mit der Position unseres Doms wirklich hundertprozentig fluchten mit unserem Winkel von unserem Dämpfer. Das heißt, der muss kerzengerade mit dem Dämpferrohr fluchten. Würde dann sozusagen so drinne stehen. Deswegen können wir jetzt nochmal rübergehen, kann ich euch das zeigen. Deswegen kippt jetzt die Aufnahme von unserem Dom leicht nach innen und leicht nach hinten, um wirklich dem Uniball-Domlager so viel Spielraum wie möglich zu geben. So, deswegen habe ich jetzt hier oben auch nochmal eine Unterlegscheibe aufgesetzt. Weil wenn wir jetzt hier diese Schraube fixieren würden, zieht sich quasi unser Uniball-Domlager einmal kerzengerade und kann sich quasi hier nicht mehr bewegen. Somit habe ich jetzt die perfekte Position oder den perfekten Kipppunkt, wie unsere Domauflagefläche sein muss. Ja, das ganze Teil muss ich jetzt quasi rechts und links gleich bauen und könnte das dann hier schon ansetzen. Hört sich jetzt wesentlich unkomplizierter an, als es am Ende des Tages eigentlich war. Ja, war schnell erklärt, also auf jeden Fall. Das war schon selbstverständlich. Ganz schön tricky. Ja, das Ganze muss natürlich versteift werden. Also wir machen dann hier oben noch ein Stegblech rein. Das Ganze wird hier noch abgetrennt, ein bisschen abgerundet. Und dann muss ich unseren ganzen Vorderwagen nochmal abtrennen. Das heißt, wir haben ja hier einen extrem hohen Böschungswinkel. Wenn wir jetzt hier den Teil, da wir ja keine Luft verbauen, so auf dem Anhänger fahren würden, würden wir relativ schnell, also unser Frontschwert, Schürze, wie auch immer, ist ja irgendwo hier vorne, ne? Ja. Würden wir relativ schnell aufsetzen. Das heißt, ich werde jetzt den ganzen Vorderwagen nochmal abtrennen, werde diese Position nach hier hinten verlegen, dass dann diese Querstrebe quasi hier schräg hochgeht Richtung unserem Dom und kann dann sozusagen auch nochmal ein Stegblech von dieser Position an dieses schräge Rohr hier machen, um quasi unseren Dom nochmal zu verstärken. Genauso an der Hinterseite werde ich auch nochmal hier hinten mit einem Rohr jetzt hochgehen, auch in diesen Winkel und kann dann hier auch nochmal ein Stegblech positionieren, um wie gesagt den Dom richtig zu versteifen, dass da nirgendwo mehr was passieren kann. Und zueinander werden wir natürlich auch noch ein paar Querstreben reinmachen, dass die Döme zueinander quasi auch schön versteift sind, wie eine Art Domstrebe halt. Ja, soweit so gut zu unserer Fahrwerkkonstruktion an der Vorderachse. Fabian, du hast das letzte Wort für heute. Ja, ich würde sagen, das reicht auch. Ja? Hinterachse mit Push-Rod-System kommt demnächst. Genau. Ja, Pascal, meinst du, ich habe das alles hier verständlich erklärt, ja, gemacht, Fall. Getan? Ja, jetzt war ich da und habe es nicht mitbekommen. Also man muss sagen, dass ich das jetzt hier alles relativ schnell runterraddern lassen hat, aber es ist wirklich ganz schöner Input, den man hier hat. Also ich hätte euch ja gerne mit auf die Reise genommen, währenddessen wir das hier gebaut haben, aber da raucht hier teilweise der Kopf und man weiß quasi selber noch nicht, wie man es machen soll.
bevor man es nicht irgendwie macht. Ne? Weil wie gesagt, die Achse hier vom E90 musst du halt einfach hier rein und ne, schmeißt halt erstmal random hier rein und dann denkst du dir, ah, das könnte gut passen, das passt gut und so weiter und so fort. Und deswegen ist das hier auch alles so ein bisschen Learning by Doing, aber sieht ganz gut aus, dass das ganze Konstrukt hier funktioniert. Ja, so viel zur Vorderachskonstruktion. Bei der Hinterachse machen wir dann das nächste Mal weiter und bauen unser Pushrod-System, weil die Hinterachse muss ja auch noch irgendwie gefedert werden. Der hat uns der Danilo, kann ich euch ja schon mal kurz schnell zeigen, schon mal ein paar Dämpfer vom R8 geliehen. Die passen nämlich perfekt von der Länge her. Das Ganze kommt dann quasi so hier rein. Das sieht dann ungefähr so aus. Hier gehen dann rechts und links zwei Stangen weg zu unseren Quellenkern. Ja, da machen wir auf jeden Fall das nächste Mal weiter und ich hoffe, dass wir dann auch schon bei der Vorderachse ein bisschen Federung haben. Ja, Ladies and Gentlemen, das war's wieder von diesem Video. Es hat uns gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nicht vergessen, hier oben das Glöckchen zu aktivieren, zu abonnieren und eurem Nachbarn Bescheid zu sagen, dass der Pascal zurück ist aus dem Urlaub, Freunde. Genau. Ciao, bis zum nächsten Mal.